Willkommen zurück zu San Andreas, nachdem wir das ja jetzt endlich mit den Dates hinbekommen haben. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das schneiden werde. Ja, das muss ich noch sehen. Vielleicht schneide ich nur 1-2 rein, weil das hat schon ziemlich lange gedauert. Können wir jetzt endlich mit der Mission weitermachen. Und das freut mich schon, dass ich das dann jetzt endlich mal geschafft habe. Wie fahre ich denn am besten? Am besten fahre ich einfach irgendwie. Fahren wir einfach mal so. Warte mal. Ach Mist, ich muss erst bei ihr vorbeischauen und die Schlüssel und die Keycard abholen. Ups. Haben wir jetzt natürlich voll vergessen. Aber man kann ja hier einfach mal abkürzen. Ups. Das war meine Frontscheibe. Rein da. Wow. Alter. Erstmal das da. Einfach mal so. Das sieht krass aus hier drin. Eieieiei. Die ist ein bisschen versauter. You the man! Get back to the Four Dragons and we can get on with this thing. See you in a minute. Jo. Auf zum Casino. Jetzt aber. Look where you going! Verzeihung. Es tut mir jetzt nicht leid. Ja, so langsam nähert sich San Andreas, glaube ich, auch dem Ende. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Missionen jetzt noch kommen. Aber viele dürften es eigentlich nicht mehr sein. Speichern wir hier nochmal kurz. Da. Und dann. Oh, mal eben durch die Lobby laufen hier. So, jetzt. We all good? Yeah, we're good. All right, see you at the back door. Let's roll. Carl, can you hear me okay? Loud and clear. Okay, we're en route in the armored truck. Okay, I'm gonna get a move on. Geh in das Mafia-Casino. Das machen wir doch. Und wir haben Rauchgranaten. Es müssten zumindest Rauchgranaten sein. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich meine, wie geil ist das denn? Rauchgranaten, hallo. Das ist immer das Geilste. Sowas hat GTA 4 nicht. Wow. So.
meide jedes Aufsehen im Casino. Packen wir den Kram mal eben weg. Und dann gehen wir jetzt mal. Okay, this is it. Play it cool, Carl. Play it cool. Hey, I'm cool. Are you sure? You sound kind of edgy to me. I'm cool, okay? Okay, okay. Now make your way to the staff door. Wo ist denn die Tür? Da unten irgendwo. Ain't seen you around here before. You new? Yeah, I'm standing in for Jerry. He's ill. Who's Jerry? Shut up. What? I think I got Jerry's call. Tür öffnen. Great. Next stop, the backup generator room. It's down one level. All right, I'm in the generator room. Okay, the ventilation grills are on the back wall. Throw the gas down one of these. You got it. So. We won't know if that worked until we get down there. Yeah, well, don't worry about it. Right now, we've got a schedule to stick to. Head to the security door and use Millie's swipe card. So. Okay, good. I've hacked their emergency lighting protocols. I'm going to blow the charges you placed at the dam. Here goes nothing. Wow! I didn't think that was going to work. I can't see Jack. So. Und jetzt brauche ich wieder die da. Bin mal gespannt, ob wir es schaffen, den Zeitplan einzuhalten. Okay, we've got the power down, which means the gate's unlocked. But now you're going to have to raise it yourself. Ob das so klappt. Okay, es klappt. Ja, ist klar. Fährt einfach noch weiter nach oben. Well done, Carl. Now it's time for us to do our part. Try to stay close. Okay, team. I've gone over the layout to this place, so I know it back to front. Everybody follow me. Klong, und er rennt erstmal vorne ran. The devious bastards have changed the layout. Don't worry, I'll take the lead, boss. Good idea. Everybody, follow him. Leute, lasst mich das leise machen. Good, the stupid ones are out. Aber wieso sehen die mich im Dunkeln? Coole sichere Weste. You have red eye disease? Mist. Where's your owner, man? Nein, kommt nicht zu keinem Snack. Hey, I was just about to say that. Sorry, boss. Not far now, everybody. Stay alert. Oh yeah, stay alert. Ich mag Boozy. Don't get too close to big money. Okay, we'll set the charges while you watch the door. Okay, boss. Hey, I'm on it. Hurry it up, gentlemen. They know something's wrong. Someone else is in the system. Hey, what's the problem? Somebody's trying to bring the emergency generators back up.
Okay, I'll head back up to the generator room and shut them down for good. Also brauchen wir die Rucksackbomben doch. Die sind platt. Wie weit sind sie? Everybody take cover! Oh shit! Where do I go? Where do I go? Fire in the hold! Okay, people, load up the cash! Yeehaw, gehen in safe. Back Carl, off. You've got mafia gorillas coming to the vault and... Curse you, Berkeley! Curse you! Dafür wechsle ich mal eben die Waffe. Okay, then we about to have some company. Does it get uglier? Da wollen noch welche auf die Fresse. Okay, bring das Team heil zurück zum Van. Okay, Team. Just how we practice. Two by two. Ow! Fuck! Scratch that! Everybody follow Carl! Welcome to America! You are not looking for Sparrow? Looking for Carl? Er lebt ja noch. Immer langsam, Leute. Ich muss erst den Weg freiräumen. Oh, wow, wo sieht das so knapp? Das Aiming war hier gerade nicht so toll. Hallo. I've unloaded the police bikes. Everybody in. You two, change into your police uniforms. Okay, CJ, you're on your own now. Time to show these motherfuckers what's happening. Carl, would you like me to talk you through to the roof? Anything that helped, man. Oh, what happened? Damn you, Berkeley. Damn you! Ah, come on, man. Talk to me. Now head through the casino to the elevators on the far side. Take the elevator all the way to the roof. So, dann erledigen wir die halt von Hand jetzt alle. Wenn das mit dem Aiming nicht ganz so toll klappt. Wow. Hier sind wir falsch. Oh, Waffe wegstecken. So. Wir sind dadurch jetzt meine Muskeln hochgegangen. Das ist meine kugelsichere Weste jetzt weg. What the was? Oh, hell no. Was? Hä? Hä?
Was? Wieso hat er... Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wieso hat er den Fallschirm nicht aufgenommen? So, also werde ich jetzt diese Mission nochmal spielen und einfach nur das Ende reinschneiden. Wieso nimmt er denn den Fallschirm nicht auf? Der hat den Fallschirm gefälligst aufzunehmen, wenn ich da durchlaufe, ey. Carl, Mann. Can you hear me okay? Loud and clear. Okay, we're en route in the armored truck. Okay, I'm gonna get a move on. Naja, dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Dach. Bis gleich. So, ich melde mich jetzt schon hier zurück, einfach weil das schnitttechnisch gut passt. Hoffe ich. Wir müssen wieder nach oben. Verdammt. Und dieses Mal kriege ich hoffentlich den Fallschirm. Erstes Dach, zweites Dach. Na. Oh, verdammt, ich schaff's nicht auf das Dach. Nein, das passt nicht, das passt nie im Leben. Und weg bin ich. Na, ganz toll. Au! Mist. Auf zum Versteck. Da unten geht's nicht rein, oder? Da vorne ist ein Ausgang. Nein, ist es nicht. Was soll denn das? Was ist das hier für ein doofes Parkhaus? Ich hoffe jetzt einfach, dass das irgendwo weiter oben einen Ausgang hat. Vermute aber mal fast das nein. Hier hat es aber eine Rampe. Jetzt aber auf zum Versteck. Da hat mich der Heli wieder. Oh, komm schon. What you want, fool? Fuck. Aussteigen. Lauf, 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 lauf. Ist klar. Überfahrt mich noch alle. Get out, Paul. Blöde Helikopter überhaupt die ganze Zeit da. Der soll mal abhauen. Mann, Mann, Mann. Und wo ist überhaupt das Versteck, wo ich hin soll?
Helikopter verfolgt mich immer noch. Zero, will you hide? I didn't mean to tell Berkeley. It just kind of came out, is all. We are watching, you idiot! Hey, CJ, calm down! You better take me home, CJ. Oh, 100.000 Dollar. Das hat sich gelohnt. Das hat sich wirklich gelohnt. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Na, aber erst noch ein Anruf. Sir. You two-bit backstabbing piece of eggplant shit. Salvatore, nice to hear from you too. You're dead. Your friends are dead. Your family's dead. I'm gonna fuck you up and your children and your grandchildren. Well, it's been nice talking to you, but I got some money that needs spending on some expensive trash. So if you excuse me. You're dead. Dead. Ja, ja, ja. Große Reden schwingen kann jeder. So, jetzt aber. Bis in der nächsten Folge. Tschüss.